Ja, geschafft, Sam. Ich könnte dich küssen, du großartiger Mistkerl. Ich dachte, alles wäre vorbei. Willkommen, Sam Porter Bridges. Sie wecken können. Und mit etwas Glück braucht es nur ein paar weitere, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Gut gemacht, Sam.
Du bist zurück. Das war sicher eine harte Reise. Vor allem ganz allein. Aber jetzt ist das gesamte Team wieder beisammen. Das ganze Team? Die Hardman auch? Es waren zu viele Reisen zu Stränden und zurück in der kurzen Zeit. Chirale Materie hat ihre Zellen kontaminiert und eine Art Jetlag auf Molekularebene verursacht. Das brachte ihre homöostatischen Mechanismen durcheinander. Keine Sorge, sie ist nicht in Gefahr, aber sie braucht etwas Ruhe. Also wo ist der Direktor? Er wird in einem anderen Raum versorgt. Bridges-Personal hat ihn vor der Isolierstation gefunden. Ähnlich wie bei deiner Rückkehr von Cliffs Strand. Selbst nach der Dekontamination brauchte sie mehr und mehr Zeit, um sich zu erholen. Sam, du hast es geschafft. Hungrig. Danke. Anscheinend brauchst du mich doch. Wer hätte das gedacht? Aber die Uhr tickt. Habe ich recht? Sam ist hier. Der große Lieferant. Der einzige, der Amelies Strand erreichen kann. Du bist nicht in der Verfassung dafür. Das ist weder gut für dich, noch für Sam. Bei meiner eigenen Suche nach Amelies Strand habe ich etwas Außergewöhnliches bemerkt. Wenn man Strände mit einem Multiversum vergleicht, existiert ihre wohl auf einer höheren Ebene als unsere. Ich kann die Strände anderer Leute betreten, aber ihre ist unerreichbar für mich. Er ist unsichtbar, unzugänglich. Selbst für Fragile, fürchte ich. Stellt es euch mal wie einen Blutkreislauf vor, ja? Jeder unserer Strände bildet eine einzelne Kapillare. Aber Amelies Strand ist das Herz, das das Blut zum Rest von uns pumpt. Kapillare sind dem größeren Ganzen untergeordnet. Dieses Ganze wird vom Herzen reguliert, das die Richtung vorgibt. Es regelt den Fluss. Es regelt alles. Kontrolliert alles. Versteht ihr nicht? Sie hat die Kontrolle. Du schaffst es vielleicht, gegen die Flussrichtung zu reisen und sie zu erreichen. Aber wenn du das tust und sie dich dann nicht gehen lassen will, dich bei sich behalten will, kann sie das. Fragile und die Hardman sind von ihrem Strand entkommen, oder? Ich schätze, das hat sich so ähnlich abgespielt wie bei dir. Ich bin nicht entkommen, weil ich es wollte. Ich wurde gezwungen, zur Wiederkehr sozusagen, von ihr. Gezwungen? Warum? Es ist nur eine Theorie, aber sie will dich. Sie will, dass du zu ihr kommst. Das ist ihr letzter Wunsch, meinst du nicht? Das ist das. Amelie ist die Ehe und das ist ihr Endspiel. Nochmal zur Sicherheit. Wenn ich die letzte Strandung aufhalten und heil zurückkommen will, muss ich zu ihrem Strand reisen und sie umstimmen. Stimmt das schon? Genau. So klischeehaft es klingt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber dass du Erfolg haben wirst, glaube ich kaum. Wenn du sie nicht zur Vernunft bringen kannst, musst du sie töten. Und wenn du sie tötest, rettest du die Welt, bist aber außerhalb von ihr gestrandet. Für immer.
Dann machen wir es doch offiziell. Bist du bereit, das Paket zuzustellen? Ich rede mit ihr. Vielleicht hört sie zu. Angesichts des Zustands der Welt verzögert es nur das Unvermeidliche. Egal. Wenn wir so Zeit gewinnen, um etwas Besseres zu schaffen, das Leben nochmal anzupacken, zumindest kurz. Tja, da fällt mir genau eine Frau ein, die so eine Chance genutzt hat. Nichts währt ewig, nicht einmal die Welt. Aber wir erhalten sie, solange wir können, oder? Wir flicken die Löcher, tauschen die Teile aus und so weiter. Damit wir sagen können, dass wir es versucht haben, gelebt haben. Ich dachte, du behandelst Sachen nicht gerne vorsichtig. Weil es hart genug für mich war, überhaupt klarzukommen. Damals, als wir uns in der Höhle begegneten, lebte ich einfach von Tag zu Tag. Amerika war mir egal, genau wie die Zukunft. Ich lebte eine Lüge, hatte mich verrannt. Ich war im Arsch. Aber irgendwann begann ich, mich zu verändern. Ich lernte Leute kennen, die mir zeigten, dass vielleicht doch nicht alles schlecht war. Leute, die an die Zukunft glaubten. Und an mich. Die sich nicht geschlagen gaben und auf die Hoffnung warteten. Also muss ich liefern. Um ihretwillen. Auch wenn du vielleicht nicht zurückkommst? Ich bin doch so oder so am Arsch, oder? Kümmere dich um Lou. Mach ich. Östlich von Portmore City gibt es keine aktive Totenmutter. Das Kleine hat genug geleistet. Es reicht. Alles klar. Ich werde mein Bestes geben, um es gesund zu pflegen. Such mit mir nach Amelie. Greif nach ihr, Sam. Spür sie. Ich weiß, dass du sie liebst. Du liebst sie.